Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie ihr alle sicherlich wisst, seit Donnerstag sind die Patch Notes draußen. Ich habe aktuell ein bisschen zeitlich, bin ich eng getaktet, aber ich dachte mir, ich habe noch viele Videos, die ich irgendwann mal hochladen wollte, deswegen packst du sie zusammen und machst ein Patch Notes Video draus. Ich habe jetzt mit einer beträchtlichen Länge geplant, ungefähr eine Stunde. Im Vergleich zum letzten Patch Notes Video dachte ich mir, okay, die Patch Notes sind ein bisschen interessanter als die letzten, deswegen machen wir mal ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganze Zeit ausreize, aber zumindest das ist der Plan. Genau. Ich habe keine Skillungen zu den Runden mit hochgeladen. Wenn ihr Fragen habt zu den Runden, die im Hintergrund laufen, könnt mich anschreiben, aber an sich der Fokus liegt heute bei den Patch Notes. Ja. Wo soll ich da anfangen? Genau. November-Update. Titel ist ganz in Schwarz. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich habe nur so ein paar Sachen mitbekommen. Wartungszeiten sind von 8 Uhr bis 11 Uhr. Wenn ich mich recht. Es müsste mitteleuropäische Zeit steht hier. Also ich glaube nichts unbedingt Weltbewegendes. Die meisten werden an dem Tag eh erst abends können. Größtes Update ist auch uninteressant. Kurzer Überblick. Wir haben mal Black-Schiffe, mal Black Friday, den Feldzug. Hololive-Kalender, keine Ahnung, was das sein soll. Keilerei, Flottengefechte, Balancing-Änderung und Projekt Sao. Okay. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Der Black Friday ist da. Bevor ihr euch ins Vergnügen stürzt, nutzt den Code R6FK1 TAKMO, um euch 5 Tarnungen Schatten und 2 Tarnungen Piraten. Ja, okay, das können wir überspringen. Hier ist auch mal die Übersicht, die Patch Notes, die ich euch gerade eben aufgesagt habe. Genau, Black Friday. Neue Black-Schiffe und tolle Angebote warten auf euch. Wir verraten euch schon bald in einem eigenen Artikel mehr. Ihr könnt euch aber auf jeden Fall auf verschiedene Rabatte und auf die Ankunft der diesjährigen Black-Schiffe, vor allem an die Tirpitz, zu Beginn des Updates freuen. Also, jetzt haben wir nicht nur eine Bismarck B, jetzt haben wir auch eine Tirpitz B. Ja. Okay, ja, habe ich keine große Meinung zu. Ich bin kein großer Fan von den Black-Schiffen. Jetzt bin ich ganz ehrlich, weil es ist eigentlich nichts anderes als Copypasta mit anderen Tarnungen und leicht veränderten Statistiken, aber groß im Ganzen ist und bleibt es das gleiche Schiff. Und ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich Lust hatte, Tirpitz auf T7 zu fahren, ist schon einige Zeit her. Also, ich muss mal gucken, aber ich glaube, bisher gab es noch keinen weiteren Artikel zu den Black Friday-Sachen. Deswegen kann ich euch da, soweit ich weiß, aktuell nichts Neues zu sagen. Aber wie ich hier sehe, wird es eine Tirpitz geben. Es könnten eine Yudashi oder Kagero sein. Wahrscheinlich eine Kagero. Und eine Vierrohre Straßburg vielleicht? Nee, nicht Straßburg. Doch, vielleicht Straßburg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall was Französisches. So sieht es mir aus. Und ein japanischer Zerstörer. Und die Tirpitz sehe ich auf dem Bild hier. Ja. Für mich nicht allzu interessant. Bin gespannt, wie die Preise werden. Weil Black Friday gab es ja nicht immer gute Kisten. Das müssen wir mal nachschauen. Aber wie gesagt, dazu kann ich euch aktuell nichts sagen. Dann gibt es anscheinend eine neue Kooperation. Das Hololive Production Kalender. Oder der Hololive Production Kalender. Wieder Anime-Zeug. Vier mehr oder weniger freundlich aussehende Anime-Kapitäns-Outfits. Also keine Kapitäne, sondern nur die Outfits davon. Die ihr jeweils, also einen pro Woche dann erspielen könnt. Und wenn ihr alle vier habt, kriegt ihr eine Flagge. Herzlichen Glückwunsch. Also, grandios. Ja, glaube ich, brauche ich nichts weiter zu sagen. Ich weiß nicht, welche Perks diese Kapitänsoutfits haben. Das fand ich ja schade, dass die keine eigene Sprachausgabe hatten beim Halloween-Event. Das sehe ich hier leider aktuell nicht. Es sei denn, das steht ja unten noch in den im Text, dann gucke ich es mal ehrlich an hier. Seid ihr in der Stimmung für einen neuen Kalender und die Goodies darin? In unserem vierwöchentlichen Hololive Production Kalender mit einer Woche zum Aufholen, das ist ganz nett,
Habt ihr die. Obwohl, das ist nicht ganz nett, weil du musst ja trotzdem noch für die Dinger bezahlen, soweit ich es weiß. Egal. Habt ihr die Möglichkeit, unsere vier Hololive Production Talente kostenlos als Kapitänsoutfits freizuschalten? Shirio Botan, Mona Hoshinova, Takanashi Kirara und Watson Amelia bereichern den Kalender von Legends als Kapitänsoutfit. Ein Extraartikel mit Ausschlüsselung der Kalenderbelohnung erscheint in Kürze. Also schaut euch immer mal wieder auf unserem Blog vorbei. Hinweis, dieses Feature ist noch nicht bei. Ja, okay, keine Mobile-Spieler. Aber ansonsten. Ich glaube, mittlerweile sollte jeder ungefähr eine Ahnung haben, wie dieser Kalender funktioniert. Feldzug. Göttliche Regentin. Die Hietzen war ja ein Testschiff. Und ist jetzt als Feldzugsschiff da. Sie ist ein T8 Premium-Schlachtschiff der Japaner. Ja. Was. Ja, es ist halt wieder genau so die Sache wie mit der Anchorage. Ich finde es nicht gut, dass die Heatsen jetzt sofort wiedergekommen ist. Also, ich meine, ich finde es immer noch ein bisschen besser, weil ich habe schon gehört, die soll wohl angepasst worden sein. Zu den Balancing-Änderungen werde ich wahrscheinlich den meisten Teil hier sprechen, aber. Ich meine. Sie ist nicht OP gewesen in dem Test, also ich denke mal, wir werden es verkraften können. So. Tizen ist da. Dieses riesige japanische Premium-Schlachtschiff der Stufe 8 mit seinen schlagkräftigen Geschützen ist die Schlussbelohnung des Feldzuges Göttliche Regentin. Der Feldzug folgt dem klassischen Format 100 Meilensteine über 5 Wochen voller Aufträge mit aktiver Aufholfunktion. Also ein ganz normaler Feldzug, keinen fancy Shit. Genau. Hier ist der detaillierte Überblick auf alle Belohnungen des Feldzugs mit und ohne Admiralitätsunterstützung. Okay. Dann 6. November. Ich würde euch raten, auf jeden Fall Admiralitätsunterstützung mitzunehmen. Deswegen werde ich auch nur kurz das vorlesen. Ihr kriegt 100 Booster von drei verschiedenen 40 Tarnungen. Warum Jägertarnungen? Hier sind Jägertarnungen drauf zu sehen. Warum? Das verstehe ich nicht. Hier in Abbildung, die ich hier in den Patch Notes sehe, sind die Jägertarnungen drauf. Ich weiß nicht, ob auch das wirklich die Jägertarnungen sind oder ob die einfach nur irgendein Tarnungssymbol da reingeklatscht haben. Weil wenn, dann verstehe ich es nicht. Denn die Jägertarnung ist eigentlich eine deutsche Tarnung. Es sei denn, es ist eine andere Tarnung, die ähnlich aussieht und ich das gerade verwechsel, aber das ist komisch. Egal. 45.000 globale EP, 450.000 Kapitäns-EP, 1,75 Millionen Forschungspunkte, 3 Millionen Kreditpunkte, 5 Abzeichen, 45 Befördungsbefehle, 5 Auszeichnungen, 7 Tage Premium, 750 Dublonen, 2 Black Friday Kisten, 2 Schatztruhen, 7 große Kisten Herbst, eine japanische Kapitänskiste, exklusive Aufnäherteile, 2 Stück, also klar, die Patches, eine Andenkensflagge, die so aussieht wie. Ich glaube, 5 oder 6 andere japanische Flaggen, die ich schon habe, und die Hitzen an sich. Also, ja, ich denke mal, die Black Friday Kisten werden von allem, was nicht das Schlachtschiff, also jetzt, wenn wir das Feldzugschiff mal rausnehmen, was der Goodies Sohn ist, werden Black Friday Kisten ziemlich nett sein. Schatztruhe 23. Weiß ich gar nicht, was. Das ist auf jeden Fall eine neue Kiste. Ich weiß aber nicht, was für ein Loot da drin steckt, das kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ist es irgendwas Besonderes für ein Event oder so. Werde ich jetzt wahrscheinlich gleich mal lesen. Ansonsten 5 Auszeichen, 5 Abzeichen nimmt man immer gerne mit. Holt euch die Admiralitätsunterstützung. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Ich zähle das jetzt für die ohne Admiralitätsunterstützung nicht nochmal auf, das ist dann zu doof. Jetzt kommen wir zum etwas interessanteren Teil. Premiere der Flottengefechte. Kurzer Disclaimer vorweg, also die Flottengefechte wurden ja schon vor einiger Zeit angekündigt und sie wurden auch schon immer wieder halt verlangt von der Community, wir wollen Flottengefechte und so weiter, wir wollen Flottengefechte. Die Flotten kamen, die Flottengefechte nicht. Dann kamen die Trainingsräume, zwar zu spät, aber sie kamen. Und ich, also ich sag mal so, die Flottengefechte. Finde ich zumindest insofern gut, dass sie jetzt da sind, als dass Wargaming das Versprechen eingehalten hat. Allerdings glaube ich nicht, dass die allzu beliebt sein werden, beziehungsweise allzu gut ankommen werden. Das Problem, das ich jetzt mit dem Format sehe,
ist, die Trainingsräume sind schon etwas länger draußen und die meisten haben sich schon auf den Trainingsräumen eingespielt. Und was vor allem die Clanstrukturen angeht, sind sie über die Trainingsräume ziemlich gut organisiert. Es gibt ja die Discord-Server, auf denen dort viel abgesprochen wird und dann wird dann halt in dem Trainingsraum ein Anführungszeichen Clan-Gefecht gefahren. Ich weiß nicht, wie die Flottengefechte von dem UI und so weiter aufgebaut sind, was für Features man haben kann, ob man die Schiffe verstecken kann und dann einfach ohne zu wissen, was der Gegner ausgewählt hat, ins Gefecht geht. All solche Features weiß ich nicht, ob es gibt. Ich weiß auch nicht, ob man sich da mit anderen Clans absprechen kann und dann oder ob das alles rein zufällig ist. Das kann ich nicht sagen. Ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht werden wir es gleich im Text erfahren, aber nur jetzt mal vorab. Ich glaube, sie werden sich geringer Beliebtheit erfreuen dürfen, weil Trainingsräume eigentlich den Großteil, eigentlich so 90% von dem, was man sich so wünscht, schon abdecken. Es kann natürlich sein, dass sie mich jetzt komplett von Hocker hauen, aber sehen wir es mal so, es kann keine große Verschlechterung sein. Also schlechter als aktuell kann es nicht werden, was das angeht. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie zynisch oder so. Nein, also wir haben halt die Trainingsräume so langsam, in denen nichts rumpfuschen. Kann es einfach so weitergehen wie bisher und das kann uns eigentlich wenig interessieren. Es sei denn, sie haben da jetzt wirklich coole Sachen drin, dann Hut ab, aber lasst uns mal überraschen. Ich lese mal vor. Die Flottengefechte sind da. Im neuen Update könnt ihr jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag in Division zu je 5 Spielern gegen andere Flotten antreten. Nächste Woche erklären wir in einem extra Artikel mehr dazu. Okay, erstmal der erste Satz hier. Ja, Mittwoch, Samstag und Sonntag. Weiß ich ja nicht. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin ehrlich, ich habe von PC oder von Tanks noch keine Flottengefechte gespielt, deswegen habe ich da keine Referenz zu. Aber an sich finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass das da hauptsächlich am Wochenende stattfindet. Ist dann halt auch die Frage, ja, wird wahrscheinlich über den ganzen Tag gehen. 5 gegen 5, weiß ich auch nicht. Irgendwie finde ich 5 gegen 5 ein bisschen langweilig. Oder zumindest finde ich 9 gegen 9 oder 7 gegen 7 viel cooler, weil wir einfach mehr sind. Aber das liegt vor allem daran, dass es viele kleinere Clans gibt und oder auch mittlere Clans und die halt nicht immer die volle Stärke stellen können. Deswegen kann ich das gut verstehen. Muss man gucken. Ich weiß auch nicht, ob es da ein Rangsystem für gibt oder so. Das werde ich wahrscheinlich gleich nochmal lesen, beziehungsweise auch nicht. Wenn nicht, gibt es auch, wie gesagt, dem nächsten Artikel steht hier dazu. Also nach dem Update. Das werden wir uns dann nochmal genauer ansehen. Aber an sich, ja, also wenn die Flottengefechte so kommen, wie es hier steht, dann 5 gegen 5, dreimal die Woche, denke ich, werden die richtigen, ernstzunehmenden Flottengefechte wie halt Turniere oder so halt weiterhin im Trainingsraum organisiert werden, weil du dort einfach viel flexibler bist, was die Zeit angeht, also an welchem Wochentag du das machst, welche Schiffsstufen oder was auch immer und so weiter und so fort du nehmen kannst. Lesen wir weiter. Wir haben auch das Flottenverbesserungssystem geändert. Also, das war mir schon fast klar, weil die meisten größeren Clans sind schon ziemlich voll, was die Perks angeht, wenn nicht sogar komplett ausmaximiert. Und das ist jetzt gar nicht so lange her, dass die Flotten reingekommen sind. Und es gibt aktuell wenig, auf das man grinden kann mit dem Öl. Deswegen, mal weiterlesen. Stahlhafen hat nun die vierte und fünfte Verbesserungsstufe, während alle anderen Verbesserungen eine zusätzliche fünfte Stufe bekommen. Also wir bekommen überall nochmal einen Boost, eine Stufe mehr, bis auf Stahl. Da kriegen wir zwei. Das finde ich cool. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen Öl investieren und auch mehr Bonis absahnen. Das finde ich super. Auch die Verbesserungskosten sind geändert worden. Nun gibt es jetzt einen Zähler, tägliche Siege für Öl. Beim Sammeln von Öl hat es leichte Veränderungen gegeben. Gibt es jetzt einen Zähler, tägliche Siege für Öl? Ein Zähler, okay.
Wird dann da angezeigt, wie viele Gefechte man schon gefahren hat? Oder ist das über die gesamte Flotte? Das weiß ich jetzt nicht, aber okay. Lassen wir es mal so stehen. Ihr haltet jetzt 15 statt 10 Öl für jeden täglichen Sieg. Sehr schön. Aber auch nur noch 10 statt 20 Öl für jede erworbene Kiste. Das ist doof. Naja, sie wollen wahrscheinlich damit einfach, dass die Leute ein bisschen mehr spielen. Kann ich verstehen. Aber warum sie jetzt das Öl für die Kisten runtergesetzt haben, das verstehe ich nicht unbedingt. Denn mit den Kisten haben sie teilweise echt gut Geld gemacht. Ja, also allgemein denke ich mal, wird sich da jetzt an dem Öl, das man am Ende des Tages so bei rum rausbekommt, nicht viel ändern. Also nicht dramatisch viel. Weil wir sehen mal, wenn du drei Gefechte gewinnst, oder ja, ich glaube, es ist ein Sieg hier genommen, und Sieg muss man machen, drei Siege, hat man vorher 30 Öl bekommen, plus die tägliche Kiste sind bei 50 Öl gewesen. Jetzt hat man 3x 15 Öl, also 45 Öl plus 10 Öl sind 55 Öl. Also man hat sogar 5 Öl mehr am Ende, wenn man sich die tägliche Kiste holt. Also von daher völlig zufrieden, was das angeht, wird sich da wahrscheinlich nicht viel verändern. Es sei denn, ihr habt die ganze Zeit euer Öl nur mit nur durchs Kisten kaufen gemacht, dann tut es mir leid, dann habt ihr zu viel Geld. Übungsräume lassen sich auch ab jetzt mit Passwort schützen. Das ist sehr cool. Also, das ist halt private Übungsräume, das ist, dass da nicht jeder reinschauen kann. Das ist sehr, sehr gut. Daumen hoch auf jeden Fall dazu. So könnt ihr selbst entscheiden, wer einen von euch einen Raum betreten kann. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Aber weiß nicht, warum es jetzt unter Flottengefechte geschrieben wurde. Dieses hier, die Flottengefechte sind noch nicht auf mobil verfügbar. Okay, wird die wenigsten wahrscheinlich interessieren. So, der Tech Tree von den alternativen britischen Schlachtschiffen ist nun voll verfügbar. Mit Ankunft des Stufe 8 Schlachtkreuzers Duncan ist der zweite Zweig der Royal Navy Schlachtschiffe nun vollständig im Forschungsbaum verfügbar. Leitet die Forschung ein, Kombination von großen Geschützen und Tempo, ihr kennt das Palaver, okay. Also ihr könnt jetzt auch die britischen Schlachtkreuzer voll freischalten. Ich habe so ein bisschen gespielt, die Rook, glaube ich, war es der Sechser. Ja. Hat sich im Großen und Ganzen das bestätigt, was ich vermutet hatte. Miserable Panzerung. Gut präzise. Eine solide AP auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin aber kein großer Fan davon. Mir ist halt, wenn ich ein Schlachtschiff oder ein Schlachtkreuzer spiele, ein bisschen Panzerung doch wichtig, und die haben ja wirklich gar keine Panzerung. Das ist ja wirklich schon echt bodenlos teilweise. Aber da habe ich auch gehört, geteilte Meinungen, also gehört. Also die einen haben gesagt, yay, die sind super, die anderen haben gesagt, yay, das ist scheiße. Und da sage ich, okay, dann werden sich ein paar freuen, dann ist es doch halbwegs okay. Nächster Punkt, Keilerei, auf in den Kampf. Es warten drei Seasons auf euch, jede davon mit einer anderen Regelvariante. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Zerstörergefechten ohne Torpedos. Oh nein. Die erste Saison für Kreuzer der Stufe 6 beginnt am 20. November. Wir werden in Kürze einen detaillierten Blick auf die einzelne Keilerei-Saison werfen. Okay, kurze Worte zu Keilerei. Ich bin kein großer Fan von Keilerei mittlerweile mehr. Ich finde es langweilig. Es war mal nett als Event, aber irgendwie. Nee, man kann zwar ein bisschen Geld damit farmen, aber. An sich in Keilerei hast du halt wirklich nur dieses Rumgeballer, und dann hast du halt ein Schiff der Stufe oder zwei Schiffe, die absolut broken sind mit den Buffs, die, und dann ist das Gefecht so schnell vorbei und nee. Also Brawls, also ja, an sich ist klar, wenn Brawls ist halt darauf ausgelegt, dass es mal brawlt und das Gefecht schnell vorbei ist, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie doof und langweilig. Die Idee war cool, ich habe die ersten zwei Seasons gerne gespielt. Aber dann wurde es ziemlich schnell öde. Ja, und ich habe auch die Saison gespielt mit den Zerstörergefechten ohne Torpedos. Ja, da hat man halt sowas wie nicht Östergötland, sondern hier Orkan gespielt. Und ja, also wie gesagt, für die Leute, die es mögen, ist es nett. Ich muss es mir nicht antun. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht antun. Ja.
Es gibt hier Mobilversionen. Also Spieler der Mobile-Version können sich auf fantastische Belohnungen freuen. Ah, kein großer Fan davon. Also Mobilversion, finde ich, war ein riesiger Fehler. Und jetzt gibt es ja exklusiv für die so eine Charleston M für Mobile oder was auch immer. Finde ich doof. Ja. Okay. Es gibt nämlich jetzt auch noch ein weiteres Schiff, das deutsche Schiff der Stufe 3, Premium-Schlachtschiff von der TAN. Einige von euch kennen sie sicherlich von War Thunder. Da gibt es ja auch die von der TAN. Sieht mir, wenn ich es richtig sehe, ist es ähnlich wie eine König oder Kaiser. Ich weiß nicht, was der Dreier davon ist. Mit den in der Mitte versetzten Geschütztürmen. Ja, die Sammler werden sich ein bisschen ärgern, die keine Mobile-Version haben, aber ich sag mal so viel, ich glaube, auf T3 verpasst man nicht allzu viel. Okay, Hinweise, wie viele Schiffe unbedingt haben möchten, zukünftiges Konsolenspiel Chance erhalten. Ja, also, hier steht auch, dass Konsolenspieler die Chance dazu erhalten werden, diese Schiffe zu spielen, also, müsst euch nicht unbedingt die Mobile-Version dafür holen. Ihr müsst wahrscheinlich nur einfach irgendwie ein, zwei Updates warten, dann kommt die auch für die anderen raus. Genau. Dann sieht es mir so aus, als hätten sie ein paar UI-Chan, also ja, Menüführungsänderungen bei Mobile gemacht, aber das interessiert mich auch herzlich wenig aktuell. So, jetzt kommen wir zu etwas Interessanterem. Ein neues Schiff in diesem Update. Die Sao, ein japanischer Kreuzer der legendären Stufe. Das Bild davon. Ja, stellt euch eine aufgepimpte Mogami vor mit 4x3er Geschützen. Ich glaube, es waren 155er, was die Sao hatte. Aber da bin ich mir aktuell nicht sicher. Sieht mir auf jeden Fall nach kleinkalibrigen aus. Gibt es auch vom PC. Auf dem PC war sie ziemlich schwach. Ich glaube, da hat sie mal einen Buff bekommen. Aber naja, sie kommt hier, wie gesagt, auf legendärer Stufe als japanischer Kreuzer raus. So, 20 schnelle Langstreckentorpedos. Eieiei, also wahrscheinlich 5x4, also oder 4x5, je nachdem. Also wahrscheinlich auf jeder Seite zwei Stück, A5. Langstreckentorpedos, japanisch, machen wahrscheinlich auch gut Schaden. Es wird wahrscheinlich ein Schiff sein, was am Kadenrand hockt und Torpedos spammt. Geil. Eine hohe Feuerrate und eine Menge Schaden. Eieiei, das gefällt mir gar nicht, wie sich das anhört. Dieser legendäre Kreuzer meint es ernst. Zu haben ist er über ein Büroprojekt, das im Shop ab 1. Dezember erhältlich ist. Also noch nicht direkt nach dem Update-Tag, sondern erst ab 1. Dezember, sozusagen als erstes Türchen. Adventskalender, wenn ihr so wollt. Ich bezweifle, dass die Sau einen hohen DPM haben wird. Ich denke, eine Desmo oder auch eine Wooster werden da noch wahrscheinlich gut mithalten können. Ich glaube nicht, dass sie allzu stark reinkommen wird, aber die 20 Langstreckentorpedos, das tut schon weh. Ja, na, kurz was zur Sao sagen. Ich denke mal, das wird jetzt so klassischer Japaner sein mit den Torpedowinkeln erst ab 50 Grad oder so zur Seite. Also Brawl wird wahrscheinlich auch nicht mit drin sein. Genaue Sachen kann ich noch nicht sagen. Ich denke mal, es wird auch nicht allzu gut gepanzert sein. Stellt es euch vor wie eine aufgepimpte Mogami. Balancing-Änderungen. So, und ich glaube, den Punkt von Balancing-Änderungen überspringe ich mal kurz und packe ich dann, nachdem ich hier fertig bin, denn ich habe mir da schon den Artikel zu rausgesucht. Das ist nämlich etwas mehr dieses Mal. Fehlerbehebungen. Alle Plattformen. Es wurde ein Fehler behoben, der dafür sorgte, dass Geräusche nicht zu hören waren, wenn der Skin Pestilenzwerg, keine Ahnung, wie dieses Halloween-Ding da angebracht war. Okay, toll. Konsolenversion, fehlerhafte Anzeige von neu erstellten Übungsräumen behoben. Mehr nicht? Sonst hier noch Mobile-Versionen, aber ist ja nicht wirklich interessant. Das war's. Es gibt viel mehr Bugs in diesem Spiel. Ach.
Ach, meine Güte, okay. Machen wir noch schnell Sonstiges und dann gehen wir in die Balancing-Änderung. Ich denke mal, die werden einen Großteil jetzt einnehmen. Sonstiges. Kleine Updates an Panzerungsmodellen der Türme von Elbing, Dunkirk und Straßburg. Okay. Mich würde es eher freuen, wenn Elbing eine Überarbeitung der Modul-Hitbox oder der Modul-TP bekommen würde. Das wäre viel wichtiger. Denn Elbing hat das Riesenproblem, dass der Motor die ganze Zeit ausfällt. Das ist mein Riesenproblem, das ich mit der Elbing habe. Dunkirk, Panzerungsmodell der Türme. Ja, wahrscheinlich wird die ein bisschen besser gepanzert, damit die nicht die ganze Türme rausfliegen. Und Straßburg nehme ich mal ähnlich bei. Die Franzosen haben halt typische französische Verwundbarkeit an den Türmen. Genau. Sonstiges, zweiter Punkt. Schiffseigenschaften verändert und hinzugefügt. Okay, dann lesen wir uns das mal durch. Meeresschiffe haben die Eigenschaft groß und brennbar erhalten. Ach so, das sind diese Eigenschaften, die man sieht, wenn man in die Schiffsübersicht geht und dann steht wie Großkaliber oder Geschütze im Überfluss und so weiter oder versteckt. Halt, das verstehe ich. Okay, groß und brennbar ist einfach nur zu. Okay. Verstehe. Erhalten. So, also viele Schiffe haben diese Eigenschaft erhalten. Bei Congress, Alaska, Graf Spee B hat groß und brennbar die Eigenschaft schwere Geschütze ersetzt. Okay. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, Graf Spee und Graf Spee B waren. Alaska und Congress, ja, es sind große Kreuze bzw. Schlachtkreuzer. Aber sie haben ja trotzdem noch schwere Geschütze. Also, okay, bei Graf Spee und Graf Spee B kann ich es noch verstehen, weil die Geschütze nicht allzu groß sind, selbst für die Stufe, aber Alaska und Congress haben große Geschütze. Also Alaska auf jeden Fall, Congress, ja, so lala, aber okay. Naja, ändern tut das ja nichts. Nicht meine Entscheidung. Ist okay. Bei Stalingrad hat Groß und Brennbar die Stelle von Panzerbrechend eingenommen. Okay, das ist. Da habe ich schon drüber gesprochen mit jemandem und deshalb kann ich so viel sagen. Bei der Stalingrad haben sie die Branddauer angepasst. Ich weiß nicht, ob das bei den Schiffen davor auch so ist. Und sie es deshalb geändert haben. Aber die Stalingrad ist jetzt auf jeden Fall brennbarer. Nicht brennbarer, aber sie brennt länger. Oder war das bei der Leska? Wir werden es ja gleich in den Balancing-Änderungen nochmal sehen. Aber Stalingrad Panzerbrechen wegzunehmen ist irgendwie dämlich, weil das ist irgendwie genau der stärkste Punkt der Stalingrad. Aber ich weiß auch nicht, warum man das unbedingt auf 3 beschränken muss. Ob das da irgendwie so einen magischen religiösen Zirkel gibt, der bestimmt, dass es nur 3 Eigenschaften eines Schiffes geben darf. Nun ja, egal. Bei der Hampshire wurde die Eigenschaft chirurgische Geschosse gegen klebrige Schüsse ausgetauscht. Ja, ich denke, das passt besser. Kann ich mir gut vorstellen. Chirurgische Geschosse waren ja. Ja, am Ende. Ja, okay, das passt ungefähr. Ich meine, wie gesagt, es verändert ja nichts an der Performance der Schiffe, die Änderung der Eigenschaften. Aber die Balancing-Änderungen, die wir uns gleich immer auf jeden Fall durchlesen werden. Eigenschaften haben keinen direkten Einfluss auf die Leistung des Schiffes, ja, hier habe ich es gerade gesagt, sondern beschreiben charakteristische Merkmale über das Balancing-Änderungen in eigenen Schiffen, erfahrt ihr im Bericht des Ministeriums für Balancing. Ja, das habe ich gerade erzählt, okay, egal. So, nächster Punkt. Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, permanente historische Tarnung herzustellen. Sehr schön, das finde ich super. Also herzustellen, also nicht zu kaufen. Das ist ganz wichtig, der Punkt. Also ihr kauft den nicht für 750 Dublonen, sondern historische Tarnung könnt ihr für Farbe herstellen. Super. Dicker, fetter Daumen nach oben, finde ich super. Klasse. Nicht mehr Geld ausgeben. So. Die Liste der Schiffe, an denen diese Tarnung angebracht werden kann, findet ihr im Bericht des Ministeriums für Balancing. Ja, das gucken wir uns gleich an. Zusammen mit der Liste von Balancing-Änderungen. Ja, okay. Ihr könnt herstellbare Tarnungen jetzt zu Farbe recyceln. Herstellbare Tarnungen jetzt zu Farbe recyceln. Ach so, okay. Also Tarnungen, die man hergestellt hat. Durch zum Beispiel, ich habe mal, keine Ahnung, ich habe ganz viel Farbe, ich wandle die in die Tarnung für die Bismarck um, die permanente Tarnung. Und dann kann ich es anscheinend auch wieder zurück recyceln.
Okay, verstehe. Die Tarnungen der Typen 1, 2, 3, 4 sowie der Tarnung Jäger bieten nun alle denselben Bonus auf die Streuung der eigenen Granaten in Verborgenheit, nämlich jeweils 4,5%. Endlich! Danke! Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Also, okay. Ich sag mal so, dass die Tarnung Typ 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Werte hatten, kannte ich noch irgendwo verstehen. Weil Typ 4 ja etwas besonders, also ein bisschen wertvoller war als die Typen 1, 2, 3. Das finde ich jetzt aber, das finde ich wirklich cool. Das ist jetzt eigentlich nur geschenkt von. Und bei Jäger war auch so eine Sache. Jäger war ja eine Special-Tarnung, also sowas wie. Ich weiß gar nicht, wie die ganz anderen heißen. Schattentarnung oder so. Also, jedenfalls eine Feldzugtarnung und halt keine Standardtarnung an sich. Trotzdem hatte die nur die 3% Bonus auf maximaler Stufe. Und das verstehe ich. Hatte ich nicht verstanden. Ja, also. Daumen hoch, finde ich super. Bisschen anpassen. Mit den alten Problemen aufräumen. Könnte zwar noch ein bisschen mehr sein, aber bisher bin ich positiv überrascht. Das Menü Feldzug ist optisch überarbeitet worden. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich habe euch gerade gelobt. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, hört auf, die ganze Zeit diese Übersichten zu bearbeiten. Das stört. Aber ungemein. Also wirklich. Pfui, Finger weg. Es ist halt immer doof, wenn man sich immer wieder neu einfuchsen muss oder es sieht halt komisch aus und ja, aber einfach nur nein, einfach nur nein. Okay. Wir haben ein Statistikfenster nach Gefechtsrunde umgestaltet. Seht es euch selbst an. Ja, okay. Könnte gut werden, wenn es so ähnlich ist wie am PC. Das finde ich dann nämlich sehr cool. Da sieht man nämlich genau, auf welchem Schiff man wie viel Schaden gemacht hat. Wenn das so ähnlich hier kommen sollte, fände ich das ziemlich cool. Wie sie es gemacht haben, kann ich noch nicht sagen. Müssen mal gucken. Aber an sich bin ich very happy with that. So. Wählt aus den Inhalten dieses Updates eure Favoriten aus und bringt das Glück auf eure Seite. Okay. So viel dazu. Das ist doch schon mal ganz nett. Ah, okay, hier ist der Kalender für die HoloLive Production. Das sehen wir uns. Ja, komm, das sehen wir uns jetzt noch kurz vorher an. Bevor wir in die Balancing-Änderungen reintauchen. Dann fangen wir mal an. Kalender Warships X HoloLive Production. Hallo Kapitäne, der neue Kalender ist da und bringt 4 ausgesuchte HoloLive Production Talente als Kapitänsoutfit mit. Die ihr für eure Flotte freischalten könnt. Ah, ha. Meint ihr jetzt für die Flotte an Kapitän oder die richtige Flotte mit dem Clan und so? Das weiß ich gerade nicht. Das ist nicht, dass das an der Übersetzung liegt. Ich wechsle mal auf Englisch. Mal sehen, ob das da anders steht. Hallo? Kannst du nochmal laden, bitte? Okay, der will irgendwie nicht Englisch machen. Egal. Hier steht auf jeden Fall, für eure Flotte freischalten könnt. Wie gesagt, ich kann nicht dafür garantieren, dass es auch wirklich so ist, dass wenn einer aus der Flotte das freischaltet, dass alle freigeschaltet bekommen. Das wirkt mir ein bisschen unrealistisch. Aber nun ja. Der Kalender ist vom 6. November bis zum 11. Dezember aktiv. Also ihr könnt direkt nach Beginn des Updates könnt ihr anfangen. Ja, lasst ihn euch nicht hingehen. Lesen wir uns mal durch, was es hier gibt. Der HoloLive Production Kalender funktioniert nach dem gewohnten Prinzip. Ihr erhaltet 4 Wochen lang jeden Tag einfache Aufgaben. Für die ihr Aufgabe erfüllt, bekommt ihr ihre Belohnung. Und wenn ihr Aufgaben in einer Woche abschließt, gibt es jeweils einen großen Preis. Die HoloLive Production Kapitänsoutfit. Ihr braucht also nur jeden Tag das Spiel zu spielen, um Shiroyo Botan, ja okay, die ganzen Namen habe ich schon vorgelesen, als Kapitänsoutfit für eure Kriegsschiffe freizuschalten. Okay, also doch nicht für die ganze Flotte oder wie? Okay. Wenn ihr alle 4 Wochen des Kalenders abschließt, erhaltet ihr exklusive HoloLive Production Flagge, die ihr im Gefecht mit eurem Schiff hissen könnt. Ja, okay, super. Shio Botan ist ein japanisches Kapitänsoutfit für Kapitäne. Oh, Mona Hoshinawa eignet sich für panasiatische Kapitäne. Takeya verschönert eure deutschen Kapitäne. Und die andere, die amerikanischen. Okay.
Okay, ich habe mich schon gerade gefreut, aber ist doch nicht so. Jetzt muss ich aber echt mal schimpfen. Also, die japanischen Kapitäne, die panasiatischen, die Deutschen und die Amerikaner bekommen Kapitänsoutfits. Das hatten wir bei dem Halloween-Event, was ja in diesem Update hier noch ist, auch, dass die Kapitänsoutfits dann nur für bestimmte Nationen freigeschaltet waren. Und das stört mich. Weil zum Beispiel die Italiener, da kriege ich keine Kapitänsoutfits drauf, weil da so gut wie nie was für kommt für Italiener. Die Pan-Europäer, die ich sehr gerne spiele, kriegen auch keine Outfits. Verstehe ich auch nicht. Ich sag mal so, die Pan-Asiaten sind nicht allzu lange drin. Die Pan-Europäer auch nicht. So, die Pan-Asiaten haben erst vor kurzem ihre zweite Linie bekommen. Oh, nicht ganz vor kurzem, aber trotzdem. Warum kriegen wir keine Kapitänsoutfits, die auch für paneuropäische Schiffe möglich sind? Da bricht man sich doch keinen Zacken aus der Krone. Jetzt mal ernsthaft. Ich will auch für meine anderen Nationen was haben. Genauso wie gesagt, Italiener, Franzosen, glaube ich, hatten im letzten Update welche bekommen, aber ja, da werden halt so ein paar Sachen vernachlässigt. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Jetzt mal nach einer halben Stunde reden, einen Schluck trinken. Also, ja, die großen Nationen kriegen halt ihre Kapitänsoutfits. Sehr schade. Okay, weiter geht's. Keine Sorge, wenn ihr mal einen Tag verpasst, jeder Tag lässt sich für 100 Dublonen nachholen. Also nicht wie Nachholfunktion beim Feldzug, dass sie dann aktiv bleiben und ihr immer den letzten freischalten müsst. Nein, ist dann vorbei und ihr müsst dann nicht nachholen, sondern nachkaufen. So ist es. Ist sehr missführend, irreführend, sagen, ist sehr irreführend der Begriff hier mit Aufholfunktion. Wollen wir es anders kennen. Dann könnt ihr die Aufgaben des Ticks natürlich absolvieren und Preise hochholen, bla bla bla. Beachtet auch, dass HoloLive Production Calendar nicht in der Mobilversion zur Verfügung stehen. Okay, gut. Hier mal nochmal kurz durch, hier was die Belohnungen der ersten Woche sind. 450.000 Kreditpunkte, 4 Tarnung HoloLive. Ah, es gibt eigene Tarnung dafür. Okay, das ist interessant. 3.500 globale EP, 50.000 Kapitäns-EP, seltene Booster, seltene Booster. Beförderungsbefehle, ein Tag Premium, große Kiste Herbst, okay, Kapitänsoutfit. Weniger Kreditpunkte, weniger Tarnung, bisschen mehr EP, gleich viele Beförderungsbefehle. Zwei Booster, zwei Booster, zwei Booster, zwei Booster, zwei Premium-Tage, zwei Kisten Herbst, Kapitänsoutfit. Noch weniger Kreditpunkte, gleich viele Tarnungen, 700 Dublonen, also es ist die Dublonenwoche, die dritte Woche. Das ist cool. 5000 Kapitän-CP, also weniger. 4 Beförderungsbefehle, also auch noch weniger. Seltene Booster, 2 Tage Premium, eine Kiste Herbst. Das ist okay, weil in der Woche sind 750 Dublonen drin. Und dann noch ein Kapitänsoutfit. Und in der dritten Woche, in der vierten Woche ändert sich kaum was. Also immer die gleichen Sachen sind ungefähr drin. Ich kann mal kurz sagen, welche ihr in welcher Woche bekommen könnt, aber das könnte ich auch einfach nachlesen hier. Woche 1 ist Mona Hoshinova. Zweite Woche ist Tashikashi oder Takashi. Nee, Takahashi, Kiara. Dritte Woche ist Shishiro Botan und vierte Woche ist Watson Amelia. Okay. Na, ah, hier ist nochmal ein Bild mit der HoloLife-Flagge. Das ist nichts Besonderes. Ich finde die auch nicht sonderlich schön. Und die HoloLife-Tarnung mit irgendwelchen komischen blauen Dreiecken drauf. Ministerium für Balancing. So, gehen wir mal auf den Beitrag hierzu. Und dann gucken wir mal, was das Ministerium für Balancing so geschrieben hat. Wa? Ministerium für Balancing berichtet. Ein ganzer Schwung an Änderungen. Vorab, ich hatte bei den letzten Videos drüber gemeckert, dass am Balancing nicht gearbeitet wurde. Und es scheint so, als wären meine Gebete erhört worden. Und allein schon dafür Daumen nach oben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit allem, was ich hier lesen werde, übereinstimmen werde. Aber es wird zumindest etwas gemacht. So schlimm kann es nicht werden. Also ich wäre jetzt wirklich super enttäuscht, wenn ich sage, oh Gott, was haben sie hier gemacht? Aber zumindest haben sie ein Problem erkannt. Weiß nicht, ob sie das Problem erkannt haben oder die vielen. Aber sie haben zumindest anscheinend genug erkannt, dass sie hier ein großes Update um die Balancing-Änderung machen. Deshalb wirklich schon mal vorab
muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, kann ich nichts Schlechtes drüber berichten. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, von weil ich die letzten Male doch sehr angegessen war, was Zustand des Spiels und so weiter angeht und Balancing-Änderungen, ist das hier tatsächlich mal ein Schritt nach vorne. Also ich hoffe es, ich werde es mir gleich mal durchlesen. Also erstmal von da ab schon mal so viel verkehrt können sie hoffentlich nicht machen. So. Dieses Update bringt einen ganzen Schwung an von Balancing-Änderungen für einige Favoriten auf höheren Stufen, die in den Feedback-Kanälen besonders oft auftauchten. Na, da bin ich mal gespannt, was da oft aufgetaucht ist. Die Monarch erhält ihren Rumpf B, sehr schön. An der Stalingrad sind die Schusswinkel der hinteren Geschützturm verbessert worden. Okay. Kann ich nicht so viel sagen. Ich habe die Stalingrad nur selten gespielt. Aber ich kann euch schon so viel verraten, die Stalingrad wird auch noch ein bisschen an anderen Punkten angepasst. Und viele historische Teilungen sind nun herstellbar. Das ist auch sehr schön. Wir gehen alles Stufe für Stufe durch. In diesem Update konzentrieren wir uns auf die oberen Stufen, wo mehrere Schiffe Buffs und Nerfs erhalten. Sehr gut. Okay. Also so schlimm kann es nicht werden. Wir nähern uns des Brandherdes. Sagen wir es mal so. Eine legendäre Stufe. Schliefen. Der Schliefen-Nerf wurde schon lange angekündigt. Jetzt ist er endlich da. Und ich lese einfach nur die Veränderung vor. Der Text dazu ist nicht wirklich interessant. So, Ladezeit der Hauptbatterie von 30 auf 32 Sekunden erhöht. Also ihr habt jetzt Stock 2 Sekunden längere Nachladezeit der Hauptbatterie. Finde ich super, ist okay. Ladezeit der 150 mm Sekundärgeschütze von 8 auf 10,2 Sekunden erhöht. Und Ladezeit der 105 mm Sekundärgeschütze von 3,5 auf 4,4 Sekunden erhöht. Finde ich gut. Sie musste genervt werden. Es ist jetzt nicht allzu krass der Nerf. Man wird ihn wahrscheinlich kaum spüren. Wir reden hier von, bei den großen Geschützen, von 2,2 Sekunden und von den kleinen Geschützen von 0,9 Sekunden. Also, und dann hast du ja noch die ganzen Buffs. Also, der Unterschied wird ja mal kleiner. Also, wie gesagt, ich denke, das wird keinen großen Unterschied machen, aber sie musste angepasst werden. Sie ist sehr, sehr, sehr stark. Und gibt einen Daumen von hoch von mir. Stalingrad. Ja, darüber hatte ich schon gehört. Ich sag mal kurz was dazu. Hier steht ja. Hier steht der alte König und die neue, der alte und der neue König. Die Stalingrad hat im Laufe der letzten Jahre an Beliebtheit verloren. Das stimmt so nicht. Deshalb setzen wir einige Verbesserungen nach, um ein Feedback auf, wie ihr abgefragt habt. Also. Okay, was hier steht ist, sie hat noch Beliebtheit verloren. Das habe ich so nicht mitbekommen. Das sehe ich sogar anders. Die Stalingrad performt sehr, sehr stark. Immer noch. Wir werden es in der Runde, die ihr seht, übrigens auch sehen. Ich gucke ja die ganze Zeit auf meinen Kontrollmonitor und da sehe ich ja, was ihr gerade seht. Ihr werdet sehen, die Stalingrad braucht diese Buffs auf keinen Fall. Aber wir reden mal weiter. Und hier sagt sie, sie haben das... sie haben das Schiff nach dem Feedback angepasst, um es einfach besser zu machen, damit man... Hier steht also, deshalb setzen wir einige Verbesserungen nach, um den Feedback von um den ihr in eurem Feedback am häufigsten gefragt habt. Also, man fragt lang genug nach bei Wargaming was und dann wird ein Schiff gebufft. Okay, das muss ich mal versuchen. Ich habe da so ein paar Schiffe. Ich frage mal bei der Parsora nach, ob die buffen können. Vielleicht, wenn ich oft genug nachfrage, vielleicht passiert das ja was. Also gar nicht auf die Statistiken gucken, dass Stalingrad irgendwie die krasseste Reichweite und die krasseste Präzision hat und unfassbaren Schaden. Einfach nur, wenn genug Leute im Chat heulen, dann passt das schon. Halte ich wenig von. Vor allem, wenn ich hier sehe schon, was hier... Oh Gott. Wenn ich schon sehe, was hier an Bass kommt. Eieiei. Viel Spaß. Da werdet ihr kaum Freude haben auf Legendär. Zum Glück ist die Stalingrad relativ selten, dass man die nicht so häufig sieht. Ich spare aktuell auf die Stalingrad, also mit meinem globalen EP. Wenn ihr sie habt, gut für euch. Wenn ihr sie nicht habt, viel Spaß damit auf Legendär. Wenn ihr werdet wahrscheinlich häufiger Stalingrad sehen. Es wird schmerzhaft für euch wahrscheinlich. So viel kann ich euch sagen. So.
Vor allen Dingen werden die Schusswinkel der hinteren Geschützturms verbessert. Also damit die Stalingrad euch, auch wenn, dass sie noch frontaler steht und euch penetrieren kann. So, damit sie auch aus extremen Winkeln auf Ziel auf großer Distanz geschossen werden kann. Also das ist halt, allein schon dieser Satz, hat man da nie selbst reflektiert darüber nachgedacht. Also, das Ding kann sich einfach frontal hinstellen mit den Geschützen über enorme Reichweiten, mit unglaublicher Präzision, die den Arsch unterm Hintern wegschießen, also das Schiff unterm Hintern wegschießen. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Die Stalingrad ist gut, so wie sie ist. So. Der Schaden der AP-Granaten der Hauptbatterie wurde von 8000 auf 8800 erhöht. Das sind 10%. 10% Damage-Buff. Das ist unfassbar viel. Und das sind ja nur die Stockwerke. Wenn du jetzt damit. War das? Nee, Yamamoto macht, glaube ich, Durchschlag. Es gibt. War das Fraser? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer den Schaden erhöht. Den AP-Schaden von Kreuzern. Aber das Stock. Das stackt sich ja. Das läppert sich. Gottes Willen. Eieieiei. Das ist heftig. Das ist richtig heftig hier. Sag ich dir, 800 Schaden, ja, aber das sind 10% vom eigentlichen Schaden. Du machst so 10% mehr. Wenn du vorher 20.000 gemacht hast, machst du jetzt 22.000 Schaden. Pi mal Daumen. Also, weiß ja nicht. Hinzugefügt, Hauptbatterie, Sprenggranaten. Sie bekommt HE. Also, falls ihr noch nicht bemerkt habt, das AP-Schiff schlechthin, das Monster mit dem unfassbar krassesten AP-Durchschlag, was schon alle physikalischen Gesetze aushebelt, kriegt HE. Ich erinnere mich noch als Teekanne, als Community-Manager war, Community-Manager, ja, und die Stalingrad rauskam. Gefragt wurde, warum die Stalingrad keine AE bekommt, und dann wurde einfach nur gesagt, ja, die Stalingrad ist schon sehr stark und du willst nicht, dass sie noch HE bekommt, und jetzt bekommt sie HE. Also unbegreiflich, meiner Meinung nach. Das hätte es nie geben dürfen. Die Stalingrad, warum man der HE gibt. Also wirklich. Ja, am Ende wird sie wahrscheinlich kaum mit HE geschossen werden, weil sie die AP immer noch deutlich besser ist, vor allem jetzt nach dem Buff. Aber dennoch, hallo? HE? Geht's noch? Haben wir nicht schon genug HE? Und dann werden halt so ein paar hirntote Stalingrad-Fahrer, die dieses Schiff durchgekauft haben, dann jetzt mit HE schießen. Naja. Schaden der HE-Granaten 4500. Also, okay, die AP ist deutlich besser. Auch gegen Kreuzer, Zerstörer, alles Mögliche. Gegen Schlachtschiffe. Mit der AP kommt der für überall durch. Aber allein der Grund, allein, dass sie es überhaupt gemacht haben. Frechheit. Brandwahrscheinlichkeit 33%. Hätte deutlich niedriger sein können, aber es ist russisch. Ein Schlachtkreuzer mit großer Nachladezeit. Ich kann sehen, woher die 33% kommen. Ich finde es trotzdem ungerechtfertigt, zu viel. Wenn man der Stalingrad HE gibt, Brandwahrscheinlichkeit zwischen 10 und 20% wäre okay gewesen. 33 finde ich dann doch ein Ticken zu viel. Durchschlagskraft 51 mm. Also jetzt mal ja, ganz, ganz ernst hier. Ganz ernst. 51 mm Durchschlagskraft. Wie frech ist das? Wenn du schon ein Schiff spielst, das so stark gepanzert ist, dass selbst die Stalingrad sich die Zähne dran ausbeißt und dann holt sie HE raus und penetriert dich trotzdem. Das muss doch frustrieren. Also, ganz ehrlich. Ich find das unbegreiflich. Dass die Stalingrad gebufft wurde, ist für mich unbegreiflich. Und wir sind ja noch nicht zu Ende. Hier gehen ja die Buffs für die Stalingrad noch weiter. TP-Verteilung. Bug von 9800 auf 4900 reduziert. Kasematte von 10.600 auf 5300 reduziert. Superstructure-Struktur von 11.600 auf 5800 reduziert. Und Heck auch von 11.600 auf 5800 reduziert. Was das heißt, ist nicht, dass sie jetzt weniger TP hat, sondern die TP-Verteilung hat sich geändert. Die ganzen verwundbaren Stellen der Stalingrad. Bug, Heck, Superstructure und die Zitadelle, also die Kasematte, haben TP verloren. Das heißt, die werden schneller gesättigt. Heißt, ihr macht schneller keinen Schaden an der. Heißt, sie ist noch tankier geworden. Heißt, sie kann noch mehr aushalten bei noch höherem Schaden, bei besseren Schusswinkeln mit HE. Es ist einfach nur Wahnsinn. Was hat man sich dabei gedacht? Also, das Schiff ist so stark. Und das kriegt jetzt
einen unfassbaren Buff. Also im Vergleich dazu war der Alaska-Buff vor einigen Updates ja gar nichts. Aber jetzt, wo wir von Alaska sprechen, das ist nämlich das nächste Schiff. So. Alaska stand lange im Schatten der anderen Kreuzer-legendären Stufe. Finde ich nicht. Sie war halt nur ein bisschen schwerer zu spielen. Hat trotzdem immer sehr gut performt bei mir. Alaska mag ich immer noch sehr gerne. Hat eine gute Winrate, einen guten Schaden. Ich glaube, um die 90.000 Durchschnittsschaden habe ich mit der. Also, die ist wirklich tadellos. Weswegen wir ihre Fähigkeiten einmal rundum verbessern. Naja, wie gesagt, ich halte nicht viel davon. Feuerreichweite der Hauptbatterie von 16 auf 16,15 Kilometer wird. Das ist wie ein Eimer gespuckt, da erinnert sich gar nichts dran. Am Ende ist das Kopf wie gesprungen. Ladezeit der Hauptbatterie um 2 Sekunden verkürzt, von 20 auf 18 Sekunden. Das finde ich ziemlich cool. Man müsste schnell nachladen, aber wie gesagt, ich finde immer noch, hätte sie nicht gebraucht. Branddauer um 15 Sekunden erhöht. Ich kann es verstehen, weil es halt ein großer oder Schlachtkreuzer war mit niedriger Brandwahrscheinlichkeit, das, also mit niedriger Branddauer, das hat sie sehr attraktiv gemacht. Vor allem ich spiele sehr gerne solche Art von Kreuzern, die halt die Kreuzerbrandwahrscheinlichkeit haben, aber Geschütze und Präzision und TP und Panzerung von einem Schlachtschiff. Sowas wie Ägir und Siegfried, aber auch Alaska. Also von daher, naja, okay, was soll's. Dafür hat sie noch andere Buffs bekommen, und zwar hat sie mehr TP. Also insgesamt mehr TP. Sie hat ungefähr, nee, nicht ungefähr, sie hat genau 6.080 TP mehr. Also jetzt 60.800 EP. Dafür hat sie Bug-TP reduziert um die Hälfte, Kasematte-TP auf ungefähr die Hälfte reduziert, Superstructure-TP um ungefähr die Hälfte reduziert und Hack-TP um ungefähr die Hälfte reduziert. Also auch sie wird aushaltsfähiger und kann weniger schnell abgefarmt werden. Finde ich gerechtfertigt, wenn sie halt die Branddauer erhöht bekommen hat. Kann ich nachvollziehen. Und so viele. Ja, es sind schon doch einige TP. Also, ich glaube nicht, dass sich das 1 zu 1 ausgleichen wird. Ich glaube, das ist halt immer noch ein beträchtlicher Buff der Alaska, trotz der erhöhten Branddauer. Dennoch sehe ich das nicht ganz so kritisch wie im Vergleich zur Stalingrad, wo er jetzt mal ganz viel verbessert wurde. So, sie hat aber noch kleine Verbrauchsmaterialienverbesserungen bekommen. Das Sonar geht jetzt 4 Sekunden länger. Okay, toll. Schiffsortung ist um 500 Meter erhöht worden. Das finde ich gut, das hat sie verdient, weil 4,4 Kilometer auf legendär Sonarreichweite zur Aufklärung von Schiffen bringt dir nichts. Da kannst du eigentlich auch nur mit Torpedos aufklären oder halt einen Zerstörer im Nebel pushen. Aber da finde ich 4,9 deutlich gerechtfertigter. Also Daumen nach oben, das haben vor allem, wenn du es halt mit anderen Kreuzern der Stufe vergleichst, ist, was die Verbrauchsmaterialien angeht, die Alaska doch ein bisschen weiter hinten dran. Und sie deckt mit dem Sonar jetzt auch die Zerstörer, nicht die Zerstörer, die Torpedos 300 Meter früher auf. Also, okay. Shimakaze kriegt endlich ihren Nerf. Die Shimakaze hat jetzt Ewigkeiten gebraucht, bis sie genervt wurde. Und jetzt ist es soweit. Shimakaze ist mit Abstand der beliebteste Zerstörer der legendären Stufe. Das stimmt. Sie macht einen enormen Unterschied im Gefecht, deshalb verweigern wir die Tarnfähigkeit, damit leichter zu bekämpfen. Okay, ich sehe gerade, wir haben noch 5 Minuten, weil ich kann auch nicht mehr Clips hinzufügen. Ich werde das mal ein bisschen jetzt schneller machen und einfach nur die Verbesserung vorlesen. Shimakaze kriegt 200 Meter weniger Tarnwert, 150 Meter aus der Luft wird sie früher aufgeklärt und geht 100 Meter beim schießenden Nebel weiter auf. Also Damage bleibt der gleiche, nur der Tarnwert verändert sich. Heatzen kriegt einen ordentlichen Buff. 2,5 Sekunden Nachladezeit verbessert. Das war der große Manko, die na lange Nachladezeit. Ist immer noch sehr lang, aber was soll's. Wird halt trotzdem sehr stark auf T8 performen, denke ich mal. Die Schlachtschiffliebhaber werden es feiern. Reichweite wird um 200 Meter erhöht. Granatengruppierung um 2,5% verbessert. Schlachtschiffgeschwindigkeit um 0,8 Knoten verbessert. Erkennbarkeit zu Wasser 300 Meter verbessert. 330 Meter, um genau zu sein. Erkennbarkeit zur Luft, ja, ist scheißegal. Erkennbarkeit bei Feuer im Nebel ist auch relativ egal. Ruprecht hat ein bisschen höhere Nachladezeit der Sekundärgeschütze. Pi mal Daumen eine halbe Sekunde pro Geschütztyp. Also kein großes Ding. Ihr werdet genauso gut damit weiterfahren können. Kein Unterschied. St. Louis kriegt 1,5 Sekunden Buff, was die Sekunden der Nachladezeit angeht. Also der Kreuzer auf hohen Stufen.
Dann Nachladezeit der verbesserten Hauptbatterie. Ladezeit der verbesserten Hauptbatterie von 10 auf 8,5 Sekunden verkürzt. Also, wenn ihr das Modul zur verbesserten Hauptbatterie drin habt, seid ihr schon rund auf 10 Sekunden und jetzt kriegt ihr nochmal 1,5 Sekunden nochmal geschenkt. Also, gut, die sind los. Habe ich nur wieder mal gesehen. Soll auch nicht ganz so prickelnd gewesen sein. Macht es ein bisschen attraktiver. Neptun wird im Großen und Ganzen gebufft. Eine halbe Sekunde schneller nachladen. Leicht besseren Tarnwert. Die Summoner kriegt einen Nerf mit halbe Sekunde mehr Nachladezeit. Reichweite des Torpedos wird massiv eingekürzt. Reichweite der Erkennbarkeit zu Wasser wird erhöht um gut 100 Meter. Erkennbarkeit zu Luft wird erhöht. Und Erkennbarkeit beim Schießen Nebel wird minimal erhöht. Die Erkennbarkeitsbuffs sind minimal. Der Torpedo-Nerf und. Also, es sind alles Nerfs übrigens. Der Torpedo-Nerf und der Hauptbatterie-Nerf sind wahrscheinlich am spürbarsten. Aber es hat sie verdient. Die Summoner war sehr stark auf der Stufe. Kitakaze wird gebufft mit einem deutlichen Buff der Hauptbatterie. Nachladezeit. Und Durchschlagskraft der Sprenggranaten um 10 mm erhöht. Deutlicher Unterschied. Aber an sich verständlich. Da hätten sie aber an der Stelle auch bei den Torpedos ein bisschen was an Schaden abschneiden sollen, meiner Meinung nach. Stufe 7, Monarch, wie gesagt, kriegt ihren Rumpf B, kriegt deutlich mehr TP, ungefähr 6000 TP mehr. Ruderstellzeit deutlich verkürzt, ungefähr ein Viertel verbessert. Brandwiderstandsmultiplikator wurde leicht verbessert. Ja, das sind so technische Sachen. Es ist jetzt nicht wirklich interessant. Feuerkraft der Flugabwehr verbessert. Keine optische Änderung. Kleine optische Änderung. So, okay. Schade, dass wir bei der Flugabwehr nicht genau geschrieben haben, aber Monarch war ja bisher noch nicht dafür bekannt. So. Kansas kriegt Nerfs. Sie war super stark, finde ich. Hat sie sich verdient, den Nerf. Kansas macht jetzt ungefähr 1000 Schaden weniger maximal. Ladezeit der Hauptbatterie wurde um 1 Sekunde erhöht. Also Kansas-Spieler, haha, ihr ladet jetzt schneller nach und macht weniger Schaden. Charles Martel wurde gebufft, San Diego wurde gebufft, mit jeder Menge TP-Verteilung bei der San Diego und mehr Leben. Aber man wird sie trotzdem nicht sehen. Ist halt immer noch, okay, ziemlich langweilig. Lädt eine halbe Sekunde länger nach. Mogami, Riga, alles Buffs, was Ladezeit, Streuung und so weiter angeht. Jo. Von den Balancing-Änderungen ist jetzt bei den anderen nicht viel Interessantes noch dabei. Hauptsächlich halt so. Also keine großen Änderungen mehr, nur so kleine Quality of Lives-Änderungen. Ja, ihr seht ja auch gerade in der Runde, wie Stalingrad performt. Also Hut ab an den Spieler. Ich hatte auch noch Kontakt mit ihm danach. Sympathisch. Jedenfalls, ich habe euch hier mal die Liste eingeblendet mit den Schiffen, die jetzt die Tarnung umwandeln können, eine historische Tarnung umwandeln können. Einige davon haben schon ihre Tarnung, aber da muss man vorher für Dublon erwerben. Jetzt ist ja die Liste mit allen neun, oder ich bin nicht ganz sicher, aber es müssten fast alle sein. Ja, ich bin positiv überrascht von dem Update. Kann ich auf jeden Fall sagen. Hut ab, mir sind viele Sachen, die mir dabei gefallen. Flottenänderungen bin ich zufrieden mit, Trainingsraumänderungen. Also viele, viele Kleinigkeiten, die mich glücklich stimmen. Ja, hier und da die eine oder andere Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber im Groben und Ganzen kann man wirklich sagen, dass es einer der besseren Updates in letzter Zeit war. Und damit bin ich relativ zufrieden. Wenn ich dem Update eine Schulnote geben müsste, wären wir ungefähr so bei einer 1 minus, vielleicht eine 2 plus. Je nachdem. Wir werden halt manche Sachen, werde ich erst erfahren, sobald sie im Update sind. Vor allem bei Black Friday bin ich gespannt, was in den Kisten drin sein wird. Wie gut die Sachen sind. Bei dieser Schatzkiste müsste ich auch mal nachgucken, was da drin ist. Aber ansonsten kann man sagen, dass ich mich auf das Update freue. Es wird nicht viel zu ge wird nicht viel zu tun sein in dem Update, aber ich bin zufrieden, dass viele Sachen geändert wurden.
Ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Und mit einem Blick in eine hoffentlich bessere Zukunft verlasse ich euch hier. Ich hoffe, es war erträglich. Wir haben jetzt die eine Stunde gleich gesprengt. Macht's gut, bis dann und ciao. Nächste.